und herzlich willkommen auf musikmachen.de. Jens Filser mein Name. Heute für euch im Test die Ibanez AGR 73T in Twinkle Snow Weiß. Ist eine Gitarre aus der Ibanez Artcore Serie. Das ist die günstige in China produzierte Linie von Ibanez. Eine Thinline Hollow Body Gitarre. Allerdings mit bemerkenswerter Ausstattung. Da fällt einem natürlich zuerst ins Auge die vergoldete Hardware, das Tremolo-System, das massive Tremolo-System im Bixby-Stil. Man muss natürlich auch sagen, der Name muss genannt werden, die ganze Gitarre orientiert sich am Gretsch-Design und zielt natürlich auf die Rockabilly- und Country-Western-Fans. Gut, wir haben, damit das Bixby-artige Tremolo-System auch funktioniert, einen montierten Sattel, der die Saiten über Rollen führt. Das verspricht eine relative Stimmstabilität. Wir haben zwei hauseigene Ibanez-Pickups. Auch dieses Design hat man schon mal gesehen, macht sich natürlich super auf der Gitarre. Das übliche Schaltungslayout mit Toggle, Switch, drei Positionen, zweimal Volume, zweimal Tonregler für die Elektrik. Alles soweit klar. Die Mensur der Gitarre ist 628 cm, also eine weite Mensur, eine lange Mensur. Man hat ein strammes Spielgefühl und kann ordentlich reinlangen, wie das ja manchmal bei dem einen oder anderen Rockabilly-Song so passieren sollte. Wir haben einen mittelschlanken C-Hals, fühlt sich alles völlig in Ordnung an. Die Gitarre ist nicht zu schwer am Körper. Vergoldete Mechaniken runden das Bild zumindest doch sehr ab. Ja, und wir haben ja das durchsichtige Schlagbrett noch. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns die Gitarre einfach mal an. So, wie immer gehen wir jetzt mal die möglichen Sounds der Gitarre durch. Ich spiele den Hals-Pickup, ich spiele die Zwischenposition, beide Pickups zusammen und den Steh-Pickup. Praktischerweise einfach habe ich hier alles auf, Volume ist auf, der Tonregler ist auf und wir hören uns an, wie die Gitarre klingt. Natürlich haben wir auch hier das auffällige Vibrato-System im Bixby-Stil an Bord. Und wenn wir es schon haben, wollen wir es auch hören. Ganz gut gelöst ist hier die Gängigkeit von dem Hebel. Der rutscht nicht runter, der hält in der Position, wo ich ihn hinschiebe. Stört mich dann nicht beim Spielen. Ich will das Vibrato nutzen, zack, nimm das Ding nach vorne und habe hier einen guten Griff. Los geht's! Ja, was kann man zusammenfassend sagen über diese Ibanez Artcore-Gitarre? Für einen Preis vom Vertrieb angegeben von 608 Euro ist man ja in der mittleren Preisklasse und bekommt da netterweise für sein Geld einiges an Gitarre geboten. Die Gitarre ist völlig okay verarbeitet, hat die wesentlichen Features, die man von einer Gitarre erwartet, die auf genau diesen Markt zielt, in der weißen Lackierung, mit der Gold-Hardware, mit dem Country-Rockabilly-Outfit.
Vielleicht auch für den einen oder anderen Indie-Freund interessant. Man weiß es nicht, man muss es ausprobieren. Ich finde, es macht immer unheimlich Spaß, wenn man für relativ kleines Geld viel Gitarre bekommt. Und das passiert genau bei dieser Klampfe. Da kann man nicht meckern. Vielleicht würde man nach dem Kauf das eine oder andere nochmal bearbeiten. Vielleicht hier im Sattel nochmal die Kerbung auf die Saitenstärke einstellen und so weiter. Was man aber bei jeder Gitarre natürlich macht. Ich finde, das ist ein guter Deal. Gigbag gibt es dazu. Ich spiele euch noch raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.